Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Westküsten-Fan und heute stelle ich dieses kleine Set vor. Das ist ein Lego-Technik-Set und zwar der Mini-Class-Xerion aus dem Jahr 2020. Ja, vielleicht erinnern sich einige von euch noch an den großen Class-Xerion aus dem Jahr 2016. Dazu wird auf diesem Kanal bald auch ein Video folgen, deshalb unbedingt diesen Kanal abonnieren, um das Video vom großen Class-Xerion nicht zu verpassen. Der große Class-Xerion hat nämlich auch eine besondere Lenkung, die man in drei Modi schalten kann. Aber jetzt, heute soll es erstmal um den kleinen Class-Xerion gehen. Es ist ein offizielles Lizenzmodell, hier steht Class drauf, das sind leider nur Aufkleber, aber bei einem 10-Euro-Set finde ich das jetzt nicht so schlimm. Die Lampen sind auch aufgeklebt, also es gibt vier Aufkleber, sonst sind keine Aufkleber dabei. Ja, und der hat tatsächlich für ein 10-Euro-Set sehr, sehr viele Funktionen. Er ist leider nicht gefedert, da ist nur der Strandbuggy, zu dem auch bald ein Video folgen wird. Es wird wahrscheinlich ein paar Tage nach diesem Video kommen. Jetzt wollen wir auf jeden Fall ihn erstmal fahren lassen. Da sieht man, dass er schön fahren kann. Er hat eine Lenkung und man sollte jetzt auch erkennen, dass sich hinten das Mähwerk mitbewegt. Ich erkläre jetzt einmal kurz diesen Mechanismus. Also er hat kein Differential. Hier ist die Hinterachse und über diese beiden Zahnräder wird die Kraft nach hinten geleitet, geht dann auf dieses schwarze Zahnrad, dann auf das schwarze Zahnrad und dann auf die beiden großen Zahnräder. Sehr schöne, kleine, nette Funktion. Die Lenkung funktioniert so. Ich zeige jetzt auch mal, wie die Lenkung funktioniert. Also man lenkt hier und dann sind innen drin drei Zahnräder, die die Kraft nach vorne weiterleiten. Ja, jetzt hat es scharf gestellt. Also es sind hier keine bunten Farben verbaut, bis auf die rote Achse hier und die gelbe Achse hier. Also es ist etwas Farbseuche verbaut, sage ich jetzt mal. Und natürlich die blauen Pins, aber die stören jetzt, finde ich, gar nicht so. Er sieht tatsächlich, bis auf das Mavic, exakt so aus wie der große Class Xerion. Also die Führerkabine ist sehr ähnlich, halt nur nicht so detailliert, weil es ja viel kleiner ist und die Teile trotzdem gleich groß sind. Aber auch die Motorhaube ist schön geworden. Hier vorne, das hier soll das Gewicht darstellen, was auch beim großen Modell vorhanden ist. Und man kann auch dieses Mähwerk hochfahren, indem man an diesem Teil, an diesem Konnektor dreht, also den hoch und runter stellt. Ich zeige das hier mal so ein bisschen. Sehr einfacher, schöner Mechanismus. Wie gesagt, das hier sind Aufkleber. Und ich finde es schön, dass hier eine Funktion dabei ist. Und ich habe nachgezählt, es sind insgesamt 10 Zahnräder verbaut. In so einem kleinen Modell. Also das ist bestimmt eines der schönsten kleinen 10-Euro-Technik-Modelle. Wir haben hier das erste Zahnrad, dann sind hier nochmal 3, das sind 4. Dann haben wir 5, 6, 7, also hier drunter sitzt 1, 8, 9, 10 Zahnräder. Die Reifen sind auch sehr schön, ich finde, die passen auch zu dem Traktor. Natürlich rote Felgen, hier ist eine blöde braune Achse verbaut, auch auf der anderen Seite. So eine Dreierachse mit Stopper. Ja, die Lampen sind wie gesagt Aufkleber, sehen aber trotzdem sehr schön aus. Ja, hier geht die Achse für die Lenkung runter. Die Funktionen sind in Rot, also das Mähwerk oder das Anbauteil ist rot. Ja, man sollte nicht an diesen Zahnrädern drehen, die rutschen nämlich sonst hier durch. Aber wenn man fährt, klappt das hervorragend. Nur Rückwärtsfahren geht nicht so gut, vielleicht sieht man das hier. Ein Vorwärtsfahren macht ja eine Kurve, wenn man rückwärts fährt, dann geht das nicht, weil der halt kein Differential hat. Aber der fährt ja sowieso meistens nur vorwärts. Gehe ich jetzt davon aus, das B-Modell hat das Mähwerk vorne. Also wenn man vorwärts fahren will und das Mähwerk dann vorne haben möchte, kann man das B-Modell bauen. Dazu wird hier auch nochmal ein Video folgen.
Also wie gesagt, diesen Kanal abonnieren, um das nicht zu verpassen. Ja, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Mir gefällt dieses Set sehr gut. Ich kann übrigens die Motorhaube hier noch leicht bewegen. Ja, knarzt ein bisschen. Aber kann man etwas leicht bewegen. Ist überhaupt nicht schlimm. Hält perfekt. Ist halt hier unten nicht befestigt. Aber wie gesagt, es hält alles aus. Ja, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.